So schön, Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Es geht jetzt endlich wieder mal weiter mit der Rosaline-Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich habe gerade eine Fail-Aufnahme gehabt. Naja. Aber da sieht die schon wieder mit dieser blöden Roboterstimme. Deswegen weiß ich 3-4 Kapitel, um was es hier geht. Eigentlich war das nur auch ziemlich blind, weil ich konnte mich an die Geschichte nicht erinnern. Nur damit ihr euch wisst, ne? Oh. Let us begin. Dann lasst uns beginnen. Erstes Kapitel, zu zweit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf dem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternenschiff. In ihm lebte ein kleines Sternenkind. Das Mädchen fragte das Sternenkind: "Wer bist du? Was machst du hier?" Dieses antwortete: "Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Sie kommt auf den Rücken eines Kometen, um mich abzuholen." Luma wartete schon eine ganze Weile, Tag und Nacht. "Oh, ich werde den ganzen Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir so deine Mama", versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber den Kometen von Lumas Mama sah das Mädchen nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden. Aber vergebens. Das Mädchen sagte seufzend zu Luma: "Weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma." Doch dann hatte es eine Idee. "Lass uns da eine Mama suchen." Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternenschiff wieder auf Hochglanz. Und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Zweites Kapitel: Sternenstaub. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen, aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles, was sie zu sehen bekamen, waren trostlose Felsklumpensterne. "Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich mehr Marmelade mitgebracht", sagte das Mädchen, seinem hungrigen Bauch reibend. Roggenbrot und Milch, Himbeermarmelade und schwarzen Tee, der nach Aprikosen duftete, hatte es in seinem Rucksack gestopft. Doch eine wesentliche Sache fehlte. "Wie konnte ich nur Wasser vergessen, ich Schussel", sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. "Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternenstaub habe. Wie wär's? Probier doch auch mal." Darauf entgegnete das Mädchen bissig: "Das findest du wohl witzig." Aber wie es ihm so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lächeln angesteckt. "Du hast recht, ich nehme mir mal ein Bissen." Es zerrte das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack und die beiden begannen, Sternenstaub zu sammeln. Das Mädchen streckte sich dabei aus dem Sternenschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternenstaub schmeckte wie süße Honig. Drittes Kapitel: Der helle Stern. Durch das runde Fenster des Sternenschiffs strahlte ein Licht herein.
ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe. Als das Mädchen auf den Fenster blickte, sah es einen wunderschönen, smaragdfarbenen, leuchtenden Stern. Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Lume und sagte, »Komm, lass uns zu dem Stern gehen und dort aussteigen.« Der Stern, auf dem sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Lume und das Mädchen liefen umher, aber Lumes Mama fanden sie nicht. »Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein.« Das Mädchen ließ sich plumps auf seinen Hosenboden fallen und blieb erstmal sitzen. »Sieh mal«, rief Lume auf einmal. Unter der Eisoberfläche, auf die Lume aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternenstaub eingeschlossen. »Klasse, oder?« Lume schien stolz zu sein. »Hier ist es trotz des Eises warm, beinahe wie im Paradies. Und Wasser gibt's ja auch.« Die beiden entschlossen sich, für eine Weile auf diesen Stern zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sterns und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. Viertes Kapitel: Der Traum. Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. »Mama, wo gehst du hin?« Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Die Mama antwortete, ohne sich umzudrehen, »Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin da immer da. Am Mittag bin ich die Sonne, am Abend bin ich der Mond. Und immer sehe ich dir nach.« Das Mädchen wurde so traurig, es war nicht zum Aushalten und fragte, »Und wenn es regnet, weder Sonne noch Mond zu sehen sind?« Die Mama antwortete mit einem Lächeln, »Dann werde ich ein Stern und warte über den Wolken, bis du aufhörst zu weinen.« Als es aufwachte, waren die Augen des Mädchen Tränen benetzt. Lume, der sich an es schmiegte, sagte, »Aus deinen Augen fließt Sternenstaub.« Das Mädchen trocknete sich die Tränen. »Das ist kein Sternenstaub. So schön sind die Tränen nicht. Wenn mein Traum stimmt, werden wir unsere Mama nie wiedersehen.« Dieses Mal fing Lume an zu weinen. »Mama? Mama?« Auf ihrer Reise durch das Sternenmeer begegneten sie zahlreiche Kometen, aber Lumas Mama war auf keinem von ihnen zu finden. »Komm, hör auf zu weinen, sonst gibt es 3 Tage Regenwetter.« Das Mädchen nahm Lume sanft in den Arm und sagte, »Wenn du aufhörst zu weinen, habe ich eine Belohnung für dich.« Das Mädchen schloss die Augen und flüsterte sanft, »Ich werde deine Mama.« Fünftes Kapitel: Das Haus. Hier kommt die Küche hin, hier die Bibliothek und hier das Kinderzimmer, oder? Das Mädchen schien in Selbstgesprächen vertieft zu sein. Wenn wir zu zweit leben, will ich ein prächtiges Haus haben. Seit dem Tag, an dem es beschloss, Lumas Mama zu werden, arbeitete das Mädchen bienenfleißig. Unter dem Eis war nicht nur Sternenstaub eingeschlossen, sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel, die sie noch nie gesehen hatte. Das Mädchen verwendete diese, um ein Haus zu bauen. Als Lume das fertige Haus sah, meinte er zögernd, »Du, ist das nicht ein wenig zu groß für uns beide? Die Bibliothek, das Schlafzimmer, die Küche, das Badezimmer und zuletzt das Kinderzimmer?« Alle Zimmer sahen wunderbar aus, aber sie wirkten auch etwas verlassen. »Stimmt, Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da und Mama auch nicht«, sagte das Mädchen mit leiser Stimme, die auch traurig klang. Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß.
An diesem Abend schlief das Mädchen im Sternenschiff, seinen Plüschhasen fest im Arm haltend. Sechstes Kapitel: Freunde. Es geschah eines Tages, als sie den nach Aprikosen duftenden Tee tranken und es sich gemütlich machten, kam ein kleiner aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma. »Nanu, bist du auch ein Sternenkind?« fragte das Mädchen, hoch erfreut über den plötzlichen Besuch. Aber Luma schien etwas besorgt. Der herabgestiegene Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf dem es wohnte. Die beiden Luma näherten sich nicht, entfernten sich aber auch nicht, sondern starrten sich regungslos an. »Das ist Mama!« Als Luma das plötzlich aussprach, wiederholte der aprikosenfarbene Luma genau diesen Satz. »Das ist Mama! Das ist Mama!« Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum und keiner wollte aufgeben. »Das ist Mama! Das ist Mama!« Immer schneller wirbelten die beiden im Kreis um das Mädchen herum, ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war, fand das Mädchen dies über die Maßen komisch. Es musste beinahe laut lachen. Von dem aprikosenfarbenen Stern kamen nach und nach zahlreiche Luma. Rosafarben, blau, orange, gelb und auch grün. »Das ist Mama! Das ist Mama! Das ist Mama!« Wie die zahlreichen Luma so mit einer Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. »Was mache ich bloß mit so vielen Kindern?« Die Luma betrachteten verblüfft das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, »Okay, dann will ich mal jeden von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Luma Namen zu geben, ist es Zeit, in das neue Haus umzuziehen«, dachte das Mädchen. Siebtes Kapitel: Das Teleskop. Als der 100. Komet an ihnen vorbeigezogen war, dachte das Mädchen, ob der Stern, auf dem ich geboren wurde, immer noch blau erstrahlt? Plötzlich erinnerte sie sich an das Teleskop. Als es durch Papas Teleskop blickte, war da ein winziger blauer Stern, kleiner als Sternenstaub. Als das Mädchen den Stern sah, dachte es, seltsam. Es ist so fern und doch fühlt es sich so nah an. Als es das Teleskop mit einem Ruck neu einstellte, wurde der blaue Stern immer größer und plötzlich einen Hügel zu sehen. Diese Landschaft rief Erinnerungen wach. Eine Terrasse, um die Sterne zu beobachten. Da war der Hügel, auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte. Dieser Hügel, auf den es sich nachts sich die schläfrigen Augen reibend aufgemacht hatte, um mit Papa die Sterne zu betrachten. Dieser Hügel, auf den es an einem Tag, an dem Schnee gefallen war, mit seinem Bruder den Schlitten über die Schulter geklettert war. Dieser Hügel, auf dem es an einem sonnigen Tag, aber etwas windigen Tag, mit Mama ein Picknick gemacht hatte. Und? »Ich will heim! Ich will heim!« Die Luma wussten nicht, was vorgefallen war, und standen dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte zu weinen, ratlos gegenüber. »Ich will heim! Ich will heim! Ich will heim in mein Haus!«
das am Fuße dieses Hügels ist, rief das Mädchen mit Tränen überströmtem Gesicht. Ich habe es gewusst, Mama ist nicht in die Welt der Sterne, denn Mama ist... Sie schläft doch unter dem Baum auf diesem Hügel. Nachdem das Echo des Schreis des Mädchens verhallt war, wurde es totenstille in der Umgebung, als ob alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre. Achtes Kapitel: Der Wunsch. Luma sagte zu dem Mädchen, das wieder traurig war: Mama ist doch bei dir. Als er sich sanft an das Mädchen schmiegte, versammelten sich die anderen Luma, die dem Ganzen zugesehen hatten. In dir drinnen ist deine Mama. Ein Teil deiner Mama ist auch in dir. Der Sternenstaub besteht aus Splittern von Mama. Daher haben wir ihn so gern. Nein! Nein! Das Mädchen hörte noch nicht auf zu weinen. Lumas trauriges Gesicht verwandelte sich in eine vor Freude strahlenden Miene und er sagte: Ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Ich werde ein Stern, eine Sternenschnuppe, auf der du reiten und nach Belieben reisen kannst. Kaum hatte er das gesagt, stieg Luma, in ein grelles Licht gehüllt, zum Himmel empor. Doch ehe man sich's versah, kam er wieder gegen Boden heruntergefallen. Vom Kern des Sterns her wurde die Erdoberfläche kräftig durchgeschüttelt und aus dem Loch, in das Luma gestürzt war, drang ein grelles Licht und ergoss sich über den Stern. Als der Lichtgürtel sich rundherum drehte, wurde er zu einem prächtigen Kometenschweif. Luma war als Stern wiedergeboren worden. Das Mädchen verstand nicht, was da vor seinen Augen vor sich ging. Es sagte immer nur: Was? Was? Da erschien ein weiterer Luma und sagte: Wir Luma wurden geboren, um Sterne zu werden. Ein grüner Luma sagte: Nach Möglichkeit will ich für das Lächeln einer mir wichtigen Person zu einem anderen Stern werden. Ein blauer sagte: Er ist glücklich, denn er ist ein sehr schöner Stern geworden. Die Luma sagten im Chor: Deshalb, Mama, weine nicht mehr. Danke, sagte das Mädchen mit kaum hörbarer Stimme. Dann umarmte es die Luma. Seit diesem Tag floss kein Sternenstaub mehr aus den Augen des Mädchens. Der Komet nahm seinen Schweif stolz hinter sich herziehend, Kurs auf die Heimat des Mädchens und bewegte sich durch das Sternenmeer vorwärts. Letztes Kapitel: Familie. Zahlreiche Luma und zahlreiche Teleskope befanden sich auf dem Kometen, der wirklich hübsch war. Die Luma und das Mädchen waren stolz, ihn ihr Zuhause zu nennen. Es fanden sich immer mehr Luma ein und die Zeit verging wie im Flug. Heute gab es ein Willkommensmahl für die neuen Freunde. Das Mädchen versammelte sich dem Luma und sagte mit lauter Stimme: Nun ihr alle! Heute wollen wir Brot backen. Ein mit Sternenstaub üppiges, bestreutes Sternenstaubbrot. Die Luma waren außer sich vor Freude. Eiligst liefen sie und holten die Zutaten. Das Mädchen dachte bei sich: Ich will für immer bei diesen Kindern bleiben. Bis zu dem Tag, an dem sie Flügge werden, soll keiner von ihnen einsam sein. Und wenn der Tag des Abschieds kommt, will ich sie mit einem Lächeln verabschieden. Das ist das Glück einer Mama.
Das Mädchen schloss die Augen und dachte an den blauen Stern, der von einem weichen Licht umhüllt war. Aber einmal in 100 Jahren will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren und im Dunkeln der Nacht die vorbeiziehenden Sterne beobachten. Der Komet, auf dem die Luma und das Mädchen ritten, setzte seine Reise fort. Der Komet beherbergt mittlerweile eine so große Familie, dass man ihre Mitglieder gar nicht mehr zählen kann. Und noch heute zieht er einen weiß leuchtenden Schweif hinter sich her und einmal in 100 Jahren besuchte er den Heimatstern des Mädchens. Ende. Damit ist Mamas Geschichte zu Ende. Ach, das war schon eine herrliche Geschichte und auch die Bilder. Schön, dass sie sowas eingebaut haben. Können wir das jederzeit wieder lesen? Okay. Ach man, ich hab das gern vorgelesen, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll als Verabschiedung. Ach man, wie fandet ihr die Geschichte? Oh, so herrlich. Naja. Das war's jetzt mit der Geschichte von Rosalina. Eine schöne, aber traurige Geschichte, finde ich doch. Naja, also, ciao.